I'm made of. Was geht so, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play Mario und Sonic 5 bei Olympischen Spielen in Rio 2016 für den 3DS featuring Crush 44 geht hinein. Wisst ihr, worauf ich jetzt gerade Lust habe? Mein PC aus dem Fenster rauszuschmeißen. Mit Hochgenuss, aber ernsthaft, weil, wie es euch bestimmt auffällt, ich muss schon wieder nachkommentieren. Och Mann! Und das Schlimme ist halt, weil Audacity hat schon wieder bei der Stimme gefailt. Und das Schlimme, ich wollte eigentlich auch das gleichzeitig. Ich wollte eigentlich auch gleichzeitig die Audacity. Ich wollte eigentlich auch die Audacity-Datei speichern. Aber nachdem ich es konvertiert habe, wollte ich jetzt noch das. Die Vorlage speichern. Damit, falls es wieder zu einem Fail kommt, es noch einmal versuchen kann. Aber was ist? Es konnte gar nicht gespeichert werden. Ich dachte mir, was soll das denn? Hab's es nochmal versucht und dann plötzlich stürzt der PC mittendrin ab. Und ich dachte mir nur, was? Was soll das? Ich habe einen richtigen Schock bekommen. Dachte mir, was soll, habe ich jetzt meinen PC geschrottet aus irgendeinem Scheißgrund? Und ja, kaum habe ich Audacity wieder aufgenommen, es gab zwar ein Backup-Projekt, aber die Stimme wurde schon wieder zerstört. Die Datei war wieder am Arsch. Auch das, was konvertiert worden ist, hat nicht funktioniert. Ich frage mich echt, was mit Audacity los ist hier in der Situation. Bei Shanti Risk is Revenge habe ich auch ausschließlich mit Audacity aufgenommen und dreimal dürft ihr raten, es hat immer funktioniert. Das ganze Let's Play über, ja. Ich habe das Let's Play bereits fertig aufgenommen mit 13 Parts und arbeite jetzt aktuell auch schon an den Nachfolger der Pirate's Curse. Boah, also das ist einfach nur zum Heulen. Warum hab ich ausgerechnet ich jetzt diese ganzen scheiß technischen Probleme? Erst Elgato und jetzt auch noch Audacity. Was kommt als nächstes? Ich bin wirklich der Einzige, der da solche, so viele technischen Probleme hat. Und das mit einem brandneuen und ziemlich starken Killer-PC, für den ich sehr viel Geld ausgegeben habe. Was ist da nur los, Herrgott, nochmal? Tut mir echt leid, Leute. Nee. Also, dies soll jetzt nochmal zur Information dienen. Hier nochmal der Vergleich zwischen mir und Blaze. Eigentlich bin ich da Blaze so ziemlich überlegen, also müsste ich da keine allzu großen Schwierigkeiten gegen sie haben. Nun. Jedenfalls geht es hier noch weiter mit der letzten Trainingsdisziplin. Ich muss halt leider den Part wieder zusammenschneiden mit den erfolgreichen Versuchen, weil ich habe keine Lust, lange nachzukommentieren. Vor allem merke ich auch gerade, der Part wird extremst kurz dieses Mal. Da haben sich schon einige beschwert darüber, dass der eine Part zu kurz war. Ja, das tut mir leid, aber ich habe so zusammengeschnitten und ich möchte auch, dass es so bleibt. Sicher wird es einigen von euch nicht gefallen, aber ich bin so richtig am Rande der Verzweiflung. Aktuell. Weil ich kann das nicht fassen. Warum macht mein scheiß PC immer Probleme? Jetzt muss ich wirklich schon Angst haben, dass jedes Mal Probleme auftreten. Das lässt mich jetzt natürlich die Frage ausschließen, ob ich noch mit Audacity weitermachen soll, weil wenn schon wieder diese Probleme so schnell auftreten können, was dann? Ach, Mann! Ich weiß nicht, was ich sonst noch tun soll. Ich weiß echt nicht, was das soll. Warum mein PC so
warum es so scheiße laufen muss. Ist es vielleicht das neue Windows 10 Betriebssystem, das anfangs noch ein bisschen Probleme bereitet? Ich kann es nicht sagen, was da los ist, aber ich weiß nur eins. Ich kann da nicht mehr, wenn es so weitergeht. Jetzt versuche ich es dann nachher nochmal mit den Aufzeichnen und wenn es wieder nicht klappt, werde ich halt auf Audacity fürs Erste verzichten oder versuchen nochmal Audacity neu zu installieren. Weil das geht mir schon richtig am, ihr wisst schon wo, vorbei. Und zwar extremst. Ihr werdet wahrscheinlich auch in meiner Situation genauso denken. Ach, na gut. Deine Reise sollte hier nicht enden. Hol dir deinen Sieg und stell dich mir im Finale. Werden wir dann noch. Naja, so ohne Scheiß. Ich hoffe, dass diese verdammte Kacke aufhören wird mit meinen PC-ten. Und dieses aktuelle verdammte Problem. Weil so geht das nicht weiter. Nun, ihr wisst, wie das funktioniert. Wir haben jetzt mal die Auswahl zwischen Farandola und ansonsten Super Mario Bros. Theme oder Sonic oder Wonderworld, der Theme-Musik von Sonic Lost World. Ich habe mich erstmals fürs Farandola entschieden. Farandola oder Farandol? Ja, außerdem hat man mich sogar in den Kommentaren darauf hingewiesen, dass ich die Muttersprache falsch aussprechen würde. Also, dass ich die falsche Muttersprache ausgewählt habe. Ich habe es nämlich verwechselt. Die Muttersprache von Brasilien ist nämlich Portugiesisch. Und ja, ich hab anscheinend Rumänisch gesagt, was ich nicht glauben kann. Aber anscheinend war dem so. Und da gab es natürlich laufend Beschwerden. Tut mir natürlich leid, die Muttersprache ist natürlich Portugiesisch. Ja, ich weiß das ja natürlich nicht. Ich kenne mich ja leider Gottes nicht aus. Sorry, bin kein Sprachforscher. Das müsst ihr mir verzeihen. Ich wusste gar nicht, dass Portugal und Brasilien was miteinander haben. Wahrscheinlich werden jetzt einige schreiben, Bach, aber Brasilien ist doch in Portugal. Gut möglich. Ich weiß es leider aktuell nicht auswendig. Ich könnte nachschlagen, aber aktuell habe ich jetzt keine Lust. Und vor dem keine Zeit, da ich jetzt das nachkommentieren muss. Da muss ich jetzt meine Aufmerksamkeit auch auf das Video richten. Oh Mann. Ja, hier muss man wirklich genau aufpassen bei den Knöpfen. Ja, am Ende habe ich dann noch gefehlt, aber es hat trotzdem für den Sieg ganz knapp gereicht. Hat ein paar Mal missgelaufen, muss man halt so sagen. Es ist nicht leicht. Und vor allem auch die Plus-Version war heftig, kann ich euch sagen, gegen Rosalina. Weil hier ist der Schwierigkeitsgrad besonders hoch. Und es gibt da natürlich auch nur ein kleines zusätzliches Feature, was aber auch nicht wirklich großen Unterschied macht zum eigentlichen Originaldisziplin. Generell weiß ich nicht, ob man überhaupt noch richtige Traumdisziplin in diesem Spiel hat. Wahrscheinlich eher nicht. Diese ganzen Plus-Versionen sind halt nur aufgemotzte Versionen vom Original immer wieder. Glückwünsche, wir stehen der Vorrunde. Eine wirklich tolle Leistung. Wie ich sehe, hast du die Vorrunde und versucht überstanden. Gut, ich bin erfreut. Wir werden im Finale alles geben. Lass uns einen Kampf zeigen, den noch keiner gesehen hat. Zu deinem Bestes und bleib für das Finale in Form. Und ich werde mich auch gleich in Form setzen mit der schönsten Braut in Mario-Universum. Rosalina. Hallo. Dieses Blinkgymnastik plus lädt dich in aufregende künstlerische Höhenflüge auf. Möchtest du mit mir dorthin reisen? Wir zwar können eine fantastische Show auf die Beine stellen. Joa, selbstverständlich. Dann los, fangen wir zuvor in die wunderliche Welt der Gymnastik Plus. Die ist natürlich um einiges schwerer als die normale Gymnastik.
Hier könnt ihr natürlich auch lesen, was da los ist. Wenn man nämlich eine gute Combo hinbekommt, das wird dann jetzt eher so eine Art Guitar Hero Prinzip, dann kann man noch Zusatzpunkte verdienen in gewissen Bereichen. Da habe ich jetzt erstmal die Mario Theme genommen, weil entweder die Mario Super Mario Bros. Theme oder die Lost World Theme Wonderland standen zur Auswahl. So, und hier seht ihr die Anzeige. Wenn die Goldanzeige voll ist, kann ab und zu an bestimmten Stellen jetzt hier Kugelwillis auftauchen, welche gewisse Bereiche, also wenn sie Gold bleiben, golden machen, und wenn man die alle hübsch mitnimmt, kommt man noch zu zusätzliche Punkte. Wenn man aber allerdings ein gut oder schlecht macht, dann wird die Combo wieder gebrochen. Man muss also die Combo mit mindestens einem großartig und einem perfekt aufrechterhalten. Ist auch nicht leicht, ne? Hat mich natürlich sehr viele Versuche gekostet, das zu bestehen. Ach ja. Hier nochmal die goldenen Kugelwillis aus New Super Mario Bros. 2. Den 3DS. Wird hier auch noch den nächsten Let's Playen. Steht ja auch auf dem Plan. Ja, da habe ich leider das Ende verkackt. Aber sei es drum, das kann mal passieren. Immerhin habe ich es dann dennoch geschafft, den Gegner zu übertreffen. Wenn man eine gute Combo, möglichst gute hohe Combo hinbekommt, dann ist die Gesamtpunktzahl am Ende doch dann größer. Am Ende doch noch groß genug. So. Okay. Party hard. Auch diese Disziplinen konnten wir schaffen. Also die Plus-Version konnten wir auch erfolgreich hinter uns bringen. Und das heißt nur eines. Wir haben jetzt auch Rosalina freigeschaltet. Du hast bezaubern. Ich werde nie vergessen, welche Magie deinen Auftritt verströmt hat. Gerne würde ich bei der nächsten Gelegenheit diese Tat übertreffen. Komm wieder zu vorbei. Gerne. Aber gut, Leute, ich hoffe, ihr wisst Bescheid. Tut mir leid. Ich hoffe jetzt, dass es ab dem nächsten Part klappt mit der Aufnahme. Ark! Na gut, also, ja. Nächsten Part geht's dann weiter mit dem Finale der Gymnastik. Sorry, dass es so kurz wurde. Ihr wisst hoffentlich warum, wenn ihr aufmerksam zugehört habt. Ja, und seid gespannt, klickt wieder rein. Euer Crush wurde Fekitin. Wenn es trotzdem so gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben. Und ja, bis zum nächsten Part von Let's Play Mario Sonic 5 bei Olympischen Spielen Rio 2016. Also, auf Wiedersehen. Tschüss, oder? Now you know.